Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen wieder hier zu einer neuen Folge von Dragon City. Ja, und auch herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Drachenkönig in 1000. Oh, das wird so cool, diese Folge. Es kommen viele, viele, viele neue Sachen vor. Bevor wir das machen, würde ich noch einige Leute grüßen, und zwar ganz herzlich. Und zwar einmal wieder die Zockli, wieder. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich wollte so gerne gegrüßt, habe ich gedacht, okay, ich mache es einfach nochmal. Dann einmal Lollipop Lol. Ich grüße dich auch. Dann den Max N. Fisch. Ich grüße dich auch. Und nochmal, ich habe den leider falsch ausgesprochen, also nicht richtig. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt richtig mache. Ich versuche, es ist nicht immer leicht. Den Big One and Gun Killatz. Killatz, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Ich grüße euch ganz herzlich. So. Jetzt zurück zu Dragon City. Und jetzt... Erweiterungsereignis. Bei diesem Ereignis sind Erweiterung und Inseln günstiger. Willkommen bei Erweiterungsereignis. Du kannst dir günstiger als sonst neue Erweiterung holen und Inseln freischalten. Das ist mal richtig cool. Neue Sachen starten jetzt. Und zwar das. Oh, das ist so cool. Okay. So. Wähle deine Drachen. Hol dir ein Los aus der Spezialtruhe. Erhalte in 3 Turnieren eine Spezialtruhe und die Chance, einen Drachen deiner Wahl zu gewinnen. So, jetzt startet August 21. bis 28. Da kriegt okay, da braucht man dafür den... den Drachen aus der... Genau. Den hab ich leider noch nicht. Ja, ich bin da gerade dabei, ihn zu holen. Ich brauche noch einen Schritt zu gehen, aber ich brauche irgendwie 2500, keine Ahnung, irgendwie so davon. Die werde ich mir holen, so schnell wie ich kann. So. Dann von 24. bis 28. Hä? Okay. Oh, okay. Jetzt verstehe ich. Das sind die Turniere. Dann, okay, braucht man die 3 Drachen. Den Drachen habe ich dann eh. Diesen Drachen habe ich. Diesen Pantherdrachen. So, und dann hier noch vom 26. bis zum 28. Okay, cool. Wähle deine Drachen. Erhalte in 3, ja, genau. Das ist hier nochmal. Ich weiß gar nicht, wieso. Okay. Dann hier Drachen in Angebot. Der Typer-Drache liebt Technik, Videospiele und Witze. Ich habe ihn schon. Da. Wähle deine Drachen. Erhalte einen Drachen deiner Wahl umsonst. Möchtest du gerne einen Drachen, den du magst, umsonst erhalten? Hol dir ein Los zu einer Spezialtruhe für eine Gewinnchance. Boah, das ist richtig cool. Das ist echt toll, was Dragon City mal hier alles rausbringt. Und hier Kombo-Paket. Der Blattdrache ist einer der leichtesten Kreaturen in Dragon City. Der Blattdrache. Voll cool. Echt toll, was hier alles so gibt. Ich werde euch gleich alle Neuigkeiten zeigen. Aber zuerst, zu Anfang, was macht man da? Natürlich, man sammelt als erstes alles ein, um Sachen zu bekommen. Heute kommen natürlich neue Drachen. Ich muss euch gleich etwas Kurzes erklären. Das ist eine gute Nachricht und, okay, ehrlich gesagt, 2 neue Nachrichten. Werde ich euch gleich alle sagen. Erstes machen wir das hier ganz schnell mal eben, dann
Brauchen wir nicht zu lange Zeit dafür. Und einmal machen wir mal. Klick. Dann kriegen wir noch extra. Das mache ich jetzt. Ja. Hier. Trainieren. Trainieren. Den Drachen. Ja. Typisch Trailer. Komm immer dazu. Da kann man nichts machen. Man kann die aber rausschneiden. Was allerdings echt nervig ist. Da kann ich leider nichts machen. Ich muss sie leider rausschneiden. Das macht ein bisschen Spaß, sie rauszuschneiden. Ach, der ist ja schon fertig. Schlauen möchte ihn weiter nicht. Wir könnten eigentlich hier jetzt die ganzen Legenden von Deus Drachen trainieren. Ich glaube, dass wir die gar nicht mehr brauchen müssen. Beim Kämpfen, da können wir die, glaube ich. Ach, den Kosmosdrachen. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Das kann man immer nie genau wissen. Ja komm, wisst ihr was? Obwohl, ich könnte den Vermächtnisdrachen jetzt... Eine Klitz... Doch, wir machen tatsächlich die ganzen Legenden von Deus Drachen. Fangen wir an mit den... Ach, der ist ja schon fertig. Mit diesem komischen... Mit diesem einen da... Hä, wo ist der denn? Das kann jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ah, da ist er ja. Den werde ich als erstes trainieren. Den finde ich jetzt nicht ganz so... Ich finde ihn cool, aber so das Aussehen finde ich nicht... Ist okay, das... Ja, hätte ich gedacht, käme was anderes. So, hier Drachen schicken, hier um den ganzen Turm hier aufzubauen. Zack, neue Drachen im Angebot. Cool, geil, vielleicht kann ich mir einen holen. Oder auch nicht. Ich möchte so gerne den Superstar-Drachen holen. Wenn er ein Angebot ist, ich hole ihn, weil ich habe schon 247 Edelsteine mal eben geholt, also kein Problem. Das Turnier schauen wir uns gleich an. Wahrscheinlich kann ich es nicht machen. Das ist so traurig. So, und zwar, Leute, als allererstes gehen wir hier zu Einstellungen, denn da seht ihr schon, ich bin jetzt auf Facebook, habe ich mich jetzt angemeldet. Das hat extrem lang gedauert. Ich weiß nicht, wieso. Hat echt gespinnt. Ich heiße es Drachenkönigin, weil ich konnte die Zahl irgendwie nicht eingeben. Also 1000 kannte ich das irgendwie nicht. Hat es nicht angenommen, deswegen habe ich es so. Deswegen ist auch bei den Kämpfen und so ist alles cool. Und warum ich das gemacht habe, eine Person hat mir geschrieben, dass ich das machen soll. Dann soll ich die ganzen Sachen, also Informationen, mein Passwort und so schicken, dann kann sie mich hier in meinen Account, also an mein Spiel reingehen und mir Drachen schicken. Und auch das hat diese Person gemacht. Und ihr seht hier schon 28 neue Drachen. Monsterdrache, Hypnodrache, brauche ich alle nicht. Die habe ich jetzt schon. King Solomon Drache. Elementdrache, verrückter Hutdrache, Sonnenschein, Mozart und so, Ifrit-Drache, Hitzedrache, Sommerdrache, Putzemann-Drache, Eisadler-Drache, Waldfürst-Drache, Freundschaftsdrache, Freundschaftsdrache, hier sogar den hier, den Sypiose, den Tiefsee, Umwelt, Karibik und Kong-Drache. Die Drachen werde ich alle ausbooten, deshalb Die zweite gute Nachricht, also erste Nachricht, kriege ich immer wieder neue Drachen. Wenn diese Person mir neue Drachen schickt, hat sie mir schon einige schon sogar doppelt, aber das ist okay, das ist kein Problem, aber versuch weniger doppelt zu schicken, bitte. Also neue Drachen. Und deswegen kommen heute jetzt sogar mehr als drei Drachen. Die zweite gute Nachricht? Was? Welche Nachricht war denn das? Mist, das habe ich wieder vergessen. Also erste neue Nachricht. Neue Drachen hier. Ach ja, zweite Neuigkeit. Es werden jetzt viel mehr Folgen kommen.
weil ich sehr viele Drachen zum Ausbrüten habe. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber einige, es kommen alle Drachen dran. Es kommen alle Drachen, da könnt ihr euch schon mal freuen. Es kommen jetzt viel mehr Folgen. Morgen jetzt zum Beispiel, jetzt nicht, übermorgen. Vielleicht. So, gut, bevor wir hier die Drachen machen, die hier in dem Brutbaum sind, hier nochmal neue Drachen. Zwar einmal den Fledermausdrachen. Ich habe ihn gezüchtet bei der alten Welt. Habe ich einen Zuchtversuch gestartet. Habe ich jetzt den Drachen auf Stufe 2 gebracht. Ich glaube, das habe ich euch sogar gezeigt. Gibt es mal eben neue, coole Drachen, Leute? Machen wir ganz zack, zack, zack. Und wir kriegen sogar... Oh, wie cool, ich kriege jetzt Münzen davon. Oh, wie geil. Ey, das ist cool. Hallo? Ah, jetzt macht der die... Wie cool ist das denn? Also richtig coole Drache. Sogar einen ganz besonderen Drachen. Ne, eigentlich zwei. Zwei ganz besondere Drachen. Oh. So, einmal den Fledermausdrachen habe ich bekommen. So, jetzt hier auch in diesen... Hallo? Ich komme jetzt nicht drauf. Ach, Mist. Mal so... Den hier, den Herzdrachen. Einmal den Herzdrachen hier bekommen. Wie wäre es denn mit... Herzo? So, füttern hier. Das heißt, ich habe jetzt einiges zum Füttern. Aber das ist doch nicht so schlimm, Leute. Aber Leute, das ist noch nicht längst alles mit diesen, mit den Drachen. So, wir machen gleich noch das Turnier einmal, gucken, ob wir es machen können. Ich glaube aber eher nicht, was eigentlich schade ist. Zeige ich es euch bei der Insel. Ein paar Neuigkeiten noch. So, da habe ich die beiden Drachen jetzt schon mal gemacht. So. Werbung für den nächsten Part kommt der Sonnen- und Aufgang-Drache. Boah, den hatte ich mal in der alten Dragon City. Der war so cool. Wenn ich bekommen habe, ich habe den Monster-Drachen bekommen. Echt cool. Ich weiß gar nicht, wieso der Monster-Drache heißt. Der sieht eigentlich nicht so monstermäßig aus. So. Der Monsterdrache. Voll cool. Echt geiler Drache. Muss ich echt zugeben. Und noch einen neuen Drachen. Ich muss ihn leider beschleunigen, weil das sonst zu lange dauert. Und zwar den Bergmassivdrachen. Oh, wie geil. Oh, der sieht echt cool aus. Okay, dahin. Oh, der sieht so cool aus. Der ist echt einer meiner Lieblings. Der sieht echt wahnsinnig aus. Boah. Ich guck gerade hier nochmal, ob ich irgendwas hier noch stehen habe, was ich vergessen habe. Ach ja, gleich, ich habe nur eine Sache vergessen. Boah, voll cool. So, die nächsten Drachen. Die... Komm, verrückter Hutdrache, was soll's? Der kommt als nächstes dran. Und dann noch ein Drache. Wen wollt ihr? Kommt die nächste legendäre Drache. Der braucht nur einen Tag und 15 Stunden. Das könnte gut werden. Da kommen die drei Drachen im nächsten Part. In der nächsten Folge. Ich werde die morgen leider nicht machen, weil morgen ein ganz großer Tag ist. Und weil er voll ist. Vollgepackt ist. Dann kann ich ihn nicht mehr schaffen. Dann mache ich den halt einen Tag später. Aber das ist ja kein Problem. So, wo ist er hier? Da. Oh, wie geil. So, machen wir erstmal den Monsterdrachen. Echt cool. Mono, wie wär's, wenn ihr Ideen habt für Drachen, schreibt das dann bitte gern in die Kommentare. Komm, erstmal füttern, das hat er. Was steht da eigentlich? Dieses
Dieses klassische Monster kommt aus einer anderen Dimension, einer Welt von Monsterlegends. Legends. Er hat Raum und Zeit durchquert, um sich dann um den Einwohnern von Dragon City anzuschließen, wo er sich willkommen fühlt. Mhm. Also muss ich euch sagen, der sieht nicht aus wie ein Monster, aber sieht cool aus. Oh, das ist echt cool. Das sieht cool aus. Zack, 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 zack. Noch ein bisschen mal füttern. Ich habe ja ein bisschen Futter. So, ihm ganz schnell Gold einsammeln. Jetzt machen wir den Berg massiv Drachen. Oh, boah, was? Wie cool sieht der denn aus? Okay, Name ist es schwierig. Hey, das wollte ich gar nicht schreiben. Also ganz ehrlich, das ist das. Masivo. Wie wär's mit ja, guter Name. Der ist echt cool, ey. Danke. Ganz lieb, ganz herzlichen Dank, dass du mir diesen Drachen gegeben hast. Der ist echt absolut genial. Er sieht echt cool aus und ist auch ein legendärer Drache. Also, boah, der sieht echt mega episch aus. Ich muss noch gucken, wie ich die Folge nenne. Aber das kann ich ganz schnell finden. So, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt die Drachen alle gefüttert. Hier in die Insel nochmal ganz schnell gehen und das euch nochmal ganz kurz zeigen. Hier. Da brauche ich noch für diesen spannweite Drachen noch 2800? Oh. Okay, 2800. Ich werde den als erstes mir holen, weil den Drachen habe ich eh schon, den brauche ich nicht. Werde ich aber trotzdem weiterführen, weil sonst kann ich die anderen Drachen nicht freischalten, was ganz doof ist. Als allererstes werde ich mir den holen. Kann noch ein bisschen dauern, aber ich denke, ich werde das schon noch schaffen. In die alte Welt gehen wir mal ganz schnell. Geht ganz kurz. Sammeln wir ganz schnell alles hier ein. Das geht. Das dauert nicht lange, Leute. Zack, zack, zack. Herstellen werde ich wohl später machen. Das geht schon. So, dann gehen wir mal ganz schnell zurück. Danach gucken wir uns ganz schnell das Turnier an. Das Turnier ist ja jetzt auch, findet jetzt auch statt. Werden wir jetzt uns auch gleich mal ganz kurz angucken und eventuell sogar einen Kampf machen. Wäre cool. Und dann noch, kurz bevor es zu Ende ist, die Folge, werden wir noch eine ganz tolle Neuigkeit machen. So, was war denn das? Genau, jetzt mal eben zack, 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 hier bei den Liga-Kämpfen. Los geht's. So, mal gucken. Ich glaube, wir brauchen den spannenden Drachen. Ja! 10? Ich brauche nur auf 10. Ach, ist ja blöd, schade. Aber es gibt 6 Tage, das ist noch okay. Aber ich krieg dann den Drachen, den habe ich aber schon. Na gut, habe ich den eigentlich schon? Ich glaube, ja, ich habe den schon. Da ist er ja. Der Feiglingdrache, genau, der Feiglingdrache war das. Den habe ich ja schon. Aber trotzdem cool. So, was habe ich noch vergessen, kurz bevor es... Ja, Leute, wegen den Namen für den Anführer von den Legenden von Deos, den Drakondrache. Der Steve 399 hat nämlich gewonnen, habe ich in der letzten Folge euch gesagt. Und er hat den Namen... wie soll ich das sagen jetzt? Als Name geschrieben Draconio. Ein echt toller Name. Deswegen wollte ich das hier in der Folge machen. Draconio.
Draconio. Echt toller Name. Ich glaube, die anderen Namen sind echt auch toll, aber ich musste mich halt für einen entscheiden. Und das war echt schwierig. Muss ich zugeben, war echt tolle Namen. Auch einige Namen, wo ich gedacht habe, so, hä? Das sind jetzt normale Drachennamen von den anderen, so Drarek. Das, hä? Da war ich etwas verwirrt. Wollte ich dir das mal ganz herzlich danken, dass du diesen Namen geschrieben hast. Und ja, also bei den Liga-Kämpfen hier kann ich immer ganz kurz zeigen, wie weit ich da bin. Ich bin bei 354. Da sieht man jetzt auch die Änderung hier alles. Das werde ich wohl später machen. Nicht in dieser Folge, weil jetzt ist schon die Folge ein bisschen lang, also ordentlich. Und ich habe jetzt eh nichts mehr zu tun. Also neue Drachen hier bekommen. Ganz besonders den Bergmassivdrache. Echt cooler Drache. Boah, der ist echt wunderbar. Und auch ganz besonders den Monsterdrachen, den ich echt schon lange haben wollte. Ja, ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Wer in der nächsten Folge gegrüßt werden möchte, kann das dann bitte in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ach, wieso morgen ein ganz toller Tag ist. Meine Mutter hat morgen Geburtstag. Das wird ein ganz großartiger Tag und ein bisschen voll, würde ich mal sagen. Da kann ich, glaube ich, keine Folge rausbringen. Ich glaube, das schaffe ich leider nicht. Wollte ich auch mal ganz kurz mal eben sagen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.